Also die Hälfte ist halt der Timeskip. Der ist, glaube ich, bei Band 60. Deswegen halt die Theorie, dass 120 Ende ist. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ist das eine Achterbahn? Eventuell. Oh mein Gott, ich liebe Achterbahnen, wenn sie keine Loopings haben. Und die vielleicht nicht, die hat nicht so viel... Willst du das nochmal überlegen mit der Achterbahn? Wir sind da! Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich sowohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen, wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Dort ist der Lorenbahnhof. Geh da einmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Okay. Lorenlevel! Ich mag, wie gesagt, Achterbahnen, wenn sie halt A, keine Lücken in den Schienen haben, B, wenn sie keine Loopings haben, und das, was ich halt an Achterbahnen oftmals nicht so mag aus heutiger Sicht, die zerstören mir meine Frisur. Aber normale Achterbahnen geht. Die eine, auf der wir mal waren, im Heidepark, glaube ich, das war so eine extra Schnellstart-Achterbahn. Innerhalb von kürzester Zeit halt wirklich auf volles Tempo. Ey, mir ist der Pony einfach so einmal komplett hochgeklappt. Beim Start alleine schon. Weil das so schnell war. Genau, Katapultstart. Genau, so heißen die, glaube ich. Das fand ich unlustig. War das das Desert Race? Ich glaube, ja. Das kann sogar sein. Ich weiß nur, ich meine, wenn ich in so einen Freizeitpark gehe und ich gehe halt auf irgendwelche Fahrgeschäfte, die sind halbwegs schnell, oder auf eine Wildwasserbahn, dann stelle ich mich ja schon darauf ein, dass ich vielleicht ein bisschen was abbekomme. So ist es ja nicht. Aber das war halt schon... Das war an dem Tag, wo ich einmal auf diesem, aus dieser Achterbahn war und mein Pony einfach einmal komplett weg war. Und danach waren wir noch auf der Raftingbahn und sind einfach richtig nass geworden. Und dann hat sich herausgestellt, dass einer unserer Zuschauer da gearbeitet hat. An dem Tag, wo ich einfach aussah wie so ein Wischmopp, ich dachte mir auch so, danke für nichts leben. Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Kletter hinein und fahr über die Insel. An der Wand da drüben wird erklärt, wie du den Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, die sind nicht ganz ungefährlich. Lies die Anleitung sorgfältig durch. Weißt du, die Welt ist manchmal so klein. Dann gehst du auf so ein Fahrtgeschäft und dann ist da jemand, der dich kennt. Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Okay. Und wie gesagt, leider genau an dem Tag, wo Katapultachterbahn und richtig schön überschwappende Raftingbahn. Jo. Bringt das Neigen was? Fliegst du nicht auf der Kurve? Ach so. Du musst auch mal wieder in einen Freizeitpark gehen. Ja. Wenn man nicht überall Masken tragen muss. Wie? Man muss aber auch ganz schön schnell reagieren. Ja. Das war cool. Oh, jetzt mal was tut. Immerhin eine. Ja. Aber Maya, die ist nicht so schlimm. Die geht. Die hat zwar auch viele Kurven, aber... Ja. Eine einzige. Also ein einziges Skorpion. Also ich war schon in einigen Freizeitparks. Also Phantasialand ist hier in der Nähe, Movie World ist hier in der Nähe. Europa Park war ich auch schon. Und da wir als Kind sehr oft an der Ostsee Urlaub gemacht haben, war ich sehr oft im Hansapark dort. Sehr, sehr, sehr oft. Ich war sehr oft auf den Wildwasserbahnen dort. Deswegen, Amaya, kann ich das auch sofort zuordnen. War ich da auch drauf? Ja. Das war mit diesen sehr engen Minenwaggons. Und das war die, die immer so im Zickzack gefahren ist. Hm. Die hatte auch solche Wagen. Du.
alle, wir gehen irgendwann mal zusammen in einen Freizeitpark. Wenn irgendwann nicht mehr Maskenpflicht überall ist, halt auch bei diesen ganzen... Du musst ja heutzutage bei den Fahrgeschäften auch Masken tragen. Das finde ich halt also natürlich vernünftig, aber nicht so... No. Rechts. Nicht so dolle. Ist das richtig? War wahrscheinlich eh klar gewesen. Das ist voll cool mit der Achterbahn. Mhm. Ich glaube, es sieht auch sehr viel größer aus, als es eigentlich ist. Ah, du musst so schnell reagieren. Mhm. Also teilweise war ich gerade jetzt nur noch mit einem Reifen auf der Schiene. Ja. Nice. Sehr gut. Das war cool. Also würde ich im echten Leben vielleicht nicht unbedingt mitfahren wollen, aber... So, können wir speichern. Und dann gehen wir da mal rein. Mhm. Ich glaube, wir sind sogar jetzt schon direkt in der Werft. Müssen die quasi jeden Tag so zur Arbeit fahren? Nee, das ist ja nur der Hintereingang. Ach so. Der Vordereingang war ja gesperrt. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Nach all der Zeit ist hier auch alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Okay. Am Monatsende ist die Lorenbahn wegen Inspektion den ganzen Tag geschlossen. Was? Vorsicht, vermehrt Angriffe von Piraten verzeichnet. Erstmal Staubsaugen. Ja, fast. Oh. Die haben jetzt nicht schon wieder Goma recycelt, oder? Was glaubst du denn? Goma war doch der Boss von Ranel, ne? Ja. Den haben sie doch jetzt hier nicht schon wieder als Zwischenboss ausgegraben. Das wäre ja halt schon echt lame. Meinst du? Ja. Aber das zeigt doch nur, wie lame der Boss in erster Linie überhaupt war, wenn er nochmal als Zwischenboss herhalten kann. Nein! Lass das! Weil, wie gesagt, ich finde halt einfach, wenn Bosse später nochmal als Zwischenbosse auftauchen, dann waren sie in erster Linie halt noch nicht mal episch genug, um überhaupt Boss zu sein. Nein, das mit dem Ausgegraben war keine Absicht. Aber es hat gepasst. Ach ja, das war das, wo ich ihn nicht erwische. Beim Stechen. Die Sache ist, ich finde immer, bei Spielen halt die Bosse normal und nochmal ein Boss-Rush. Das finde ich, kann man auch akzeptieren. Nur wenn es dann zusätzlich noch recycelt wird, finde ich es schwierig. Das heißt, Okami macht es halt eigentlich nur mit, ihr wisst schon wem. Mit dem kleinen Alkoholiker. Und mit der Spinne. Der Rest, finde ich, ist ja noch im Rahmen, weil das ist der Boss Rush. Skyward Sword hat jetzt schon also zwei Bosse, die recycelt wurden, und zwei fallen mir noch ein. Also spontan würde ich schon sagen, dass Skyward Sword mit dem Boss Recycling schlimmer ist als Okami, aber... Kommen Sie raus! Ist wahrscheinlich einfach eine Ansichtssache. Aua.
ging ins Auge, mein Lieber, ne? Yikes. Hallo, hallo. Aua. Und das war's. Das habe ich ja schon zum zweiten Mal gemacht und du noch gar nicht. Sogar Heilung. Gebieter, es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Jo, dann können wir auch wieder gehen. Im Moment, wenn du ein Schiff suchst und Goma findest. Oben war auch nichts weiter. Okay. Wir haben auch nur nach einem Anhaltspunkt, nicht nach dem Schiff gesucht. Den haben wir aber auch nicht gefunden. Nein. Die Beine hin nochmal ein bisschen verprügeln. Vielleicht habe ich doch glücklich noch zwei Echsenschwänze. Mhm. Davon haben wir nicht so viele. Das freut mich, Miri. Wobei man sagen muss, jetzt auf Twitch und eigentlich auch auf Discord hat man als Mod gar nicht so viel zu tun, Gott sei Dank. Also jetzt zum Beispiel heute ist ja auch den ganzen Stream über eigentlich Gracie auch alleine als Mod. Und kann, denke ich, auch halbwegs entspannt den Stream trotzdem gucken. Können die bitte mal ihren Schild... Genau. Weil das, glaube ich, auch einfach so ein bisschen teilweise ist, dass als ich irgendwie vor, keine Ahnung, sagen wir meine Anfangszeit, ne? Da habe ich ja auch noch viel mehr Zeit gehabt, weil ich so Schule und auch bei der Uni, das ging eigentlich nebenbei voll klar, man hat ja nicht so viele Verpflichtungen gehabt, ne? Da hat man irgendwie auch einfach mehr Zeit gehabt. Und ich glaube, das war mit den Mods tatsächlich ähnlich. Einfach. Und jetzt, wo wir einfach alle schon ein bisschen älter geworden sind und mit mehr Verpflichtungen haben und mehr andere Dinge, kann man halt einfach auch nicht mehr unbedingt so bei jedem Stream immer komplett von Anfang bis Ende dabei sein. Also das merkt man schon, so vor einigen Jahren noch, so jeder Mod bei jedem Streamer dabei, heutzutage auch eher schwierig. Deswegen war ja auch mal irgendwann der Gedanke, vielleicht noch mehr Leute zu modden. Und heute sieht man es ja auch wieder, dass Gracie halt alleine ist. Aber es klappt ja. Muss ja nicht so viel gemacht werden. Und wie war das heute auf Discord? Was hatte Alex geschrieben? Bei mir wollen sie nicht modden, weil ist so viel zu tun oder so. Angeblich. Oh, hier ist kein Schiff. In diesem Fall. Das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also, auf geht's! Okay. Brechen wir auf! Willst du auch wieder ein bisschen? Mach ruhig. Okay. Ich habe Angst. Der Boss ist Pirat und furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. Also los, brechen wir auf! Dong. Flup. Sarah, danke schön für 23 Monate Treue. Irgendwie könnte ich schwören, du hast heute schon mal gesubbt, aber es kann auch einfach deine Namensvetterin gewesen sein. Ich weiß es nicht. Guck mal, das Piratenversteck. Jeder bekommt die Zuschauer, die er verdient, deswegen sind sie bei euch nett. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern an das Versteck. Ich hab Angst. Wenn man es genau nimmt, leben wir ja alle bereits nicht mehr. Oh, der weiß das sogar. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesem Ort gelangt. Irgendwie beunruhigt mich das. Das beruhigt ihn. Oh, dann so. Also Jan, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier.
Interessant. Ja, hätte nicht gedacht, dass er das wirklich versteht mit dem Zeitstein. Okay. Aber zu dem von gerade nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man so ein bisschen sagen kann, dass die Zuschauer sich auch ein bisschen an den Streamer anpassen, so von wegen gleich und gleich gesellt sich halt. Wahrscheinlich schon. Also wenn du wirklich jemanden... Kirt, dankeschön, dass du 2 Subs verschenkt hast. Super lieb von dir, dankeschön. Also ich glaube schon... Oh. Das ist natürlich so ein bisschen drauf ankommen, wenn du natürlich jemanden hast, der sehr... Ja, sehr viel rumschreit und ausrastet und einen auf Gangster macht. Ihr wisst, welche Art von Menschen ich meine. Zieht das dann vielleicht auch gerne mal die Kiddies an, die vielleicht auch gerne so wären. Und wenn du jemanden hast, der sehr hochgestochen redet, sehr wissenschaftlich an die Sache rangeht, dann zieht das dann vielleicht auch solche Leute an. Oder wenn du jemanden hast, der eher ein... Ui, Knete. Jemand, der sehr entspannt ist beim Streamen, dann hast du vielleicht auch eher Leute, die ein bisschen entspannter und ruhiger sind. Ja, also ich glaube, es ist schon wahrscheinlich tatsächlich so, dass diese Leute, die halt selber total aufgedreht sind und so ein bisschen einen auf cool machen. Hier, ihr wisst schon, XX, YOLOBOY, 98, LP, HD, Cool Guy, XX. Also die werden dann vielleicht hier auch nicht unbedingt glücklich. Ich bin hier, weil Svenja Geld mag. Und ich auch Geld mag. Wer mag kein Geld? Sieh nur, Gebieter. In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus ist wie in der Wüste Ranel. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Wobei wir wissen ja, dass ich auch sehr unfreundlich und unhöflich und zickig und ich weiß nicht was sein kann. Echt? Ja, angeblich ja. Oh no. Ja, oh no. My mortal enemies. Hysterisch, genau, das... Also ich meine hysterisch... Also ich habe echt ein Problem, von unten links zu schlagen. Ja. Das kriege ich irgendwie noch nicht so ganz hin. Ich meine, kann man? Ich meine, ich raste ja schon manchmal so ein bisschen aus, wenn irgendwas... Entweder wenn ich einen Mopsi sehe, oder wenn halt irgendwas so gar nicht klappt. Aber hysterisch glaube ich noch nicht. Aber es ist nur die Vorstufe davon. Würde ich behaupten. Aber ihr wisst ja, ne? Kommt einer in den Chat, spammt alle 3 Sekunden irgendwas Dummes, kriegt einen keckigen Kommentar von mir und dann kommt der nächste. Wie kannst du nur sowas sagen? Also laut denen bin ich wahrscheinlich nicht ganz so nett. Sinogebieter. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit. Anders als Steine der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Okay. Die Sache ist, ich habe eher so die Leute, die mich auf persönlicher Ebene irgendwie ankacken. Oder irgendwie wegen meinem Geschlecht diskriminieren oder sonst was. Du hast, wenn dann nur immer die Leute, die dir ungefragt Tipps geben. Und spoilern und Backseat-Gaming und sowas. Aber dass Leute halt wirklich dich als Person irgendwie blöd anmachen, hast du eigentlich eher weniger, oder? Ich glaube nicht, ne? Du hast nur immer diese Klugscheißer, die dir alles vorsagen wollen, wenn dann. Was? Du bist momentan in der Reichweite von Jans Faust. Ali hat seltsame Dinge getan und dann meinte Vogel, er ist in Reichweite deiner Faust. Er sollte vorsichtig sein. Also ich glaube, so weit reicht meine Faust nun auch nicht. Du könntest aufstehen. Aber es wäre anstrengend. Ich.
Ansonsten könnten wir Ali einfach Plüsch-Seemops wegnehmen. Das wäre auch eine Strafe. Dann wird er traurig. Die beiden sind nämlich beste Freunde geworden. Wie ich von dem Wohnzimmer war, lag er auch schon wieder auf Mopsi drauf. Ja, stopp. Klingt witzig in dieser Kugel. Ja, das ist voll cool. Generell wieder ein sehr, sehr stylisches Gebiet. Wenn ich das so weit gehe, ja. Das heißt, dann lassen wir uns hier. Und gehen hier mal durch. Smart. Tada! So, online geht's. Davon ein Bild? Von Ali auf Mopsi? Mal irgendwann heimlich eins machen. Wie groß ist das Mopsi oder ist Ali nur so klein? Sowohl als auch. Yikes. Also das Mopsi ist schon recht groß. Ich weiß nicht. Wie viel ist das so? 70 cm? So im Durchmesser? Ja. So 70 cm im Durchmesser? Ja. Plus halt dann noch die Flosse hinten. Also es ist schon recht groß. Oder schließt er die andere Aussage nicht aus? So lange von der Seite schlagen, bis irgendwer wirklich sich mal seitlich dreht hier. Ja. Easy as that. Ja, das ist mal eine ganz witzige Eskorte mit der Kugel. Mhm. Wenn es jetzt noch ein Fall wäre von, wenn die Kugel angegriffen wäre, dann ist sie kaputt. Das wäre schlimmer. Ich glaube, so schlimm kommt es nicht. Ist halt nur, dass ich sie immer wieder ablegen muss und wieder aufheben muss. Ist man da rechts? Ich hab rausgeholt, wo er hinten gegangen ist. Frech. Dong. Und weg. Spielt die da draußen gerade Ball? Ja, das war genau vor der Tür. Natürlich. Also genau vom Fenster. Was? Ich mach das mal einmal zu. So. Das ist so angenehm, wenn du die einfach einmal konterst, dann können die nichts mehr. Ja. Oh, die kann man auch rollen. Hab ich gerade gelernt. Ich glaube, es würde auffallen, wenn Ali versucht, Mopsi mitzunehmen. Das ist halt schon echt groß. Also er müsste wahrscheinlich all seine Klamotten hier lassen, um Mopsi in den Koffer zu kriegen. Und ich glaube, ich würde das ziemlich verdächtig finden, wenn ich ins Wohnzimmer gehe und anstelle von Mopsi liegen da plötzlich Alis Unterhosen. Das würde mir definitiv auffallen. Und ich wäre nicht begeistert. Also... Und weiter. Voggel, wenn das passieren würde, für wie viel würdest du mir die abkaufen? Oh mein. Nein, machen wir. Oh ja, die fand ich witzig, den Gegner. Da ich gesehen habe, dass da nämlich auch noch einer war, wollte ich nicht zwei auf einmal machen. Alles Lachen im Hintergrund killt mich. Stell dich mal vor, ihr hättet das irgendwie als Klingelton. Und dann seid ihr irgendwie gerade, keine Ahnung, auf einem Date oder so. Und dann habt ihr plötzlich richtig eine Nachricht und dann kommt die Lache. Also wenn ihr euer Date nicht mögt, könnt ihr das so ganz schnell loswerden. Yikes. Schatz, erscheine! Ich bin doch schon da. Oh. Was heißt dir der arme Ali? Der darf hier schlafen, der kriegt kostenloses Essen, der kriegt sogar kostenlosen Kuchen. Hallo? Und der darf mit meinem Mopsi knuddeln.
Also mit dem Plüschmopsi, ne? Mit allem anderen nicht. Also. Wenn ich den jetzt da durchrolle, ob das funktioniert? Nein. Oh, aber die Idee war gut. Ja. Wo bekomme ich Alex Lacher als Klingelton? Hätte da Bedarf. Ich meine, wir können nachher gerne mal ihn vors Mikrofon setzen und, ne? Aber tut das lieber nicht. So. Das machst du sehr gut. Lieber erstmal nur einen. Genau. Wieder ganz schön lange. Ja. Aber du machst auch gut Fortschritt. Das stimmt. Wie viele Kristalle sind da eigentlich, die du kaputt machen musst? Drei? Zwei. Ja. Einen muss ich schlagen, also einen muss ich querschlagen und einen muss ich stechen. War schnell genug, kriegt man beides auch auf einmal hin, aber... Dafür müsste man stechen können. Woggle, ich glaube, es war noch schlimmer. Ich glaube, er hatte seine Lache als Weckton. Für einen guten Start in den Tag. Oder so. So. Da haben wir ja auch alles. Gut, ja. So. You did good. Guck mal, und jetzt hast du quasi das ganze Ding irgendwie damit aktiviert? No. Wie stylisch. Gebieter. Durch die Kraft der Kugel der Zeit hat sich hier etwas verändert. Ich empfehle, die Textbox nicht so schnell wegzudrücken. Hm. Empfiehlst du das wirklich? Ja. Okay. Ich weiß nicht. Sag du es mir. Noch mehr Ameisen. Die ich alle platt gewalzt habe. Nice. 24 Ameisen schon. Ich glaube, die konnte man sogar gut verkaufen. Kann man mal machen. So, hier ist. Ah! Da ist was. Kannst du dich mal umdrehen? Gleich. Fünf Steine jetzt schon. Ja, ich meine, die werden wir nicht mehr heute abklappern, aber so fürs nächste Mal. Mhm. War's das schon? I guess. Ach ja. Ich habe einen Schal. Das ist gut. Das war aber. Sag mal unseren Kollegen, ob das schon alles war. Aber das war ein cooles Gebiet. Irgendwas zu sagen? Jan, klasse! Sieh mal die Öffnung! Wie hast du das nur gemacht? In der Brücke dort drin ist irgendetwas. Vielleicht finden wir ja dort einen Hinweis auf den Verbleib meines Schiffes. Sieh doch mal nach! Ein Hinweis, ein Hinweis! Ich bleib hier.
Wo habe ich jetzt da was? Achso, ja gut. Okay. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass dieser Mast und dieses Segel Teile des Schiffes waren, in der Nairos Flamme ruht. Von jetzt an kannst du das Schiff, in dem Nairos Flamme ruht, mit der Aurasuche aufspüren. Aber 60% ist jetzt auch nicht so viel. Nee. Der trifft selbst Aurasphäre besser. Fokusstoß. Meine ich doch. Aurasphäre trifft immer. Aber es wäre nicht gelogen. Ja. Wollen wir hier eigentlich dann Pause machen? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich glaube, hier ist eigentlich ganz gut. Er hat schon keinen Bock mehr. Nee. Genau 900 Rubine. Ja, aber ich meine, wir haben den Dungeon gemacht mit dem Boss und wir haben einiges hier in Ranell noch gesehen. Mhm. Also ich fand, wir waren schon echt gut erfolgreich. Man sieht wohl noch so ein bisschen, was kommen könnte. Ja, gerade Eldin ist natürlich noch sehr klein. Aber auch in Ranell kann noch da unten was kommen. Mhm. Und zwar in der Höhle, wo der eine Corona am Arbeiten ist. Okay, dann gehe ich auch mal ins Hauptmenü zurück. Ja. Ja, aber ich fand, wir waren heute echt gut. Jo, dann darfst du beim nächsten Mal den Anfang des Schiffs machen. Dann mache ich wahrscheinlich den Rest und du machst danach dann wieder weiter, würde ich sagen. Du willst nur, dass ich die Prüfung mache? Ja klar. Sollst auch eine machen. Wäre ja langweilig, wenn ich alle mache.